Willkommen zu diesem neuen Video auf dem Kanal und heute machen wir mal 8 Dinge, die in Minecraft einfach keinen Sinn machen. Trading macht in Minecraft komplett keinen Sinn. Das sieht man in diesem Beispiel jetzt hier. Ich ernte mal ein Feld ab und oh, der möchte mit mir traden. Ich kriege für 22 Karotten 1 Smaragd und für 1 Smaragd 32 Karotten. Gut, habe ich kein Problem damit. Traden wir einmal so, dann tun wir so und schon kriege ich 2 Smaragd daraus. Das macht sowas von keinen Sinn und das ist Trading in Minecraft. Als Nummer 2 hätten wir Eimer. Denn sobald ich mir einen Eimer crafte, kann ich damit Lava aufnehmen, ohne dass irgendetwas passiert. Wenn ich aber einen Eimer in Minecraft in einem Lava schmeiße, ist er weg. Ist einerseits resistent genug, um Lava aufzunehmen, aber andererseits verbrennt er in Lava. Macht irgendwie auch keinen Sinn. Auf dem dritten Punkt meiner Liste steht Fackeln. Stehen Fackeln. Zwar nicht Fackeln selbst sind, die haben schon sind schon sinnvoll, aber ihre Brenndauer. So, sorge ich erstmal dafür, dass ich ein bisschen Kohle habe. Da YouTube natürlich nicht genügend Kohle abwirft, muss ich mir natürlich selber um Kohle kümmern. So, wenn wir jetzt Fleisch und Kohle in den Ofen packen, werden wir relativ schnell merken, Kohle brennt nicht ewig. Im Gegensatz zu Fackeln, denn Fackeln brennen ewig. Wir können so viele auf dem Boden platzieren, wie wir wollen und so lange warten, wie wir wollen. Fackeln werden nie ausgehen und das macht eigentlich nämlich keinen Sinn. Als vierten Punkt haben wir Regen. Regen an sich macht an sich schon Sinn in Minecraft, ist vielleicht ein bisschen nervig, aber wir gehen über die Wolken und es regnet über den Wolken. Dabei entsteht Regen ja in Wolken und es regnet über Wolken. Habe ich auch noch nie gesehen. Macht, wie schon vieles in diesem Video, einfach komplett keinen Sinn. Regen über Wolken. Als fünften Punkt auf der Liste haben wir Skelette und ihre unerschöpfbaren Pfeile. Das war Pfeil Nummer 2, Pfeil Nummer 3, Pfeil Nummer 4. Fall Nummer 5. Fuck. Fall Nummer 6. Fall Nummer 7. Fall Nummer 8. Fall Nummer 9. Und Fall Nummer 10. So, und wenn wir jetzt mal hier hingehen und das Skelett töten, lässt es uns keine Pfeile oder nur 3 Pfeile fallen. Und ich würde sagen, das macht ebenfalls einfach keinen Sinn. Auf Punkt Nummer 6 stehen Wither-Skelette. Sie bestehen aus schwarzen Knochen. Und wenn ich sie mal ganz kurz kille, bekomme ich weiße Knochen raus. Und das macht ebenfalls einfach nur keinen Sinn. Als Punkt Nummer 7 habe ich Schalkerkisten. Wenn wir jetzt hier mal gucken, von der Größe her erfüllt eine Schalkerbox einen gesamten Block aus. Und bei der Truhe fehlen ein paar Pixel zum einem vollen Block. Trotzdem lässt sich eine Schalkerkiste auch voll befüllt einfach abbauen und in eine normale Truhe reinpacken. Das heißt, ein größerer Behälter, in dem Fall die Schalkerbox, kommt in einen kleineren Behälter die Truhe rein. Und ich persönlich finde, dass das ebenfalls keinen Sinn macht, denn groß in klein geht ja in echt auch nicht. Und damit sind wir auch schon bei Punkt Nummer 8 angekommen, und zwar Kaktus. Denn wenn ich gegen einen Kaktus laufe, macht er mir Schaden. Wenn ich ihn auch nur ganz leicht berühre, macht er mir Schaden. Aber beim Abbauen, wo ich ihn ja auch berühre, macht er mir keinen Schaden und droppt stattdessen. Realistisch gesehen wäre es jetzt so, dass ich dann auch Schaden bekommen würde. Und das war's auch mit jetzt mit 8 Dingen, die in Minecraft wirklich keinen Sinn machen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Das ist kostenlos und zwar genauso kostenlos wie ein Abo. Würde mich wirklich freuen, wenn dieser Channel noch weiter wächst. Und dann kommt vielleicht demnächst auch mal wieder so ein Video über andere Sachen, die in Minecraft keinen Sinn machen. Oder wo ich auch noch gucken muss, ob ich das schaffe, ist Minecraft mit Datapacks, die Minecraft wirklich realistisch machen. Das verwendete Pack sieht man natürlich auch hier. Monsterly HD 128. Ein 128er Pack. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute.